Weltweit gibt es 3350 Stechmückenarten und davon kommen allein 50 Arten in Deutschland vor. Mittlerweile kommen sogar neue Arten, sogenannte invasive Arten, hinzu. Abgesehen davon kann man sie auch mit Limburger Käse anlocken. Ich bin Aljoscha Kress und ich forsche mit Stechmücken. Mückenweibchen werden im Schnitt ungefähr doppelt so groß wie die Männchen. Und sie sind auch die einzigen, die im Endeffekt eine Blutmahlzeit zu sich nehmen, um Proteine für die Eiablage oder Eiproduktion aufzunehmen. Stechmücken bepinkeln einen auch, wenn sie auf einem landen und Blut saugen. Das hängt damit zusammen, dass sie ungefähr das Doppelte an Gewicht zulegen, während sie halt eben an einen saugen. Und damit die wieder gut fliegen können, scheiden sie eben das überflüssige Wasser in dem Moment schon direkt aus. Wie oft man gestochen wird, hängt davon ab, was für eine Bakterienkultur man auf seiner Haut hat, und die wird von den Menschen übertragen, die einen berühren, wenn man auf die Welt kommt. Man kommt ja aus dem Mutterleib steril auf die Welt und der Mensch überträgt dann seine Bakterienkultur auf die eigene Haut. Da gibt es eben unterschiedliche Bakterien, man kann zum Beispiel mehr Diphtheroiden oder mehr Mikrokokken auf der Haut haben, und die verändern das Schweißbouquet, weil Schweiß eigentlich riecht nicht, nur die Bakterien produzieren daraus typische Gerüche, auf die dann halt eben die ein oder andere Stechmückenart steht oder nicht. Mücken stehen auf Limburger Käse. Das hängt damit zusammen, dass eigentlich zwischen unseren Fußzehen ein Bakterium vorkommt, was diesen typischen Käsefußgeruch macht. Und das Schwesterbakterium von diesem Bakterium kommt im Limburger Käse vor. Beide produzieren jetzt aber dieselben aliphatischen Fettsäuren und die Stechmücken können dazwischen nicht unterscheiden. Das heißt, man kann wirklich mit Limburger Käse Stechmücken anziehen. Kein anderes Tier ist so tödlich wie Stechmücken. Sie können nämlich Krankheiten übertragen, Viren wie zum Beispiel Denguefieber, Chikungunya-Fieber, Westnil-Virus, aber auch Parasiten wie zum Beispiel die Malaria. Und ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, der Menschheit, wird durch Stechmückenkrankheiten bedroht. Dies führt pro Jahr ungefähr zu 725.000 Todesfällen. Damit ist diese Zahl höher als die der Todesfälle, die durch Menschen verursacht werden. Insgesamt kombiniert zum Beispiel Terrorismus, Krieg und Morde zusammen. Insgesamt gibt es die Familie der Stechmücken seit 79 Millionen Jahren und ist damit eins der ältesten Insekten überhaupt. Viele Mückenarten produzieren Schwärme aus Männchen, in die die Weibchen reinfliegen, um dann begattet zu werden. Zu diesen Mückenarten gehören aber nicht nur die Stechmücken, sondern auch Büschelmücken oder Zuckmücken. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Gewässer steht und dort einen Mückenschwarm sieht, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass das alles Stechmücken sind. Die asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, kommt, wie der Name eigentlich schon sagt, eigentlich aus dem asiatischen Raum, ist aber in den letzten 30 Jahren unglaublich auf dem Vormarsch. Sie ist auf allen Kontinenten mittlerweile verbreitet und auch in Deutschland ist sie in den letzten Jahren häufiger gefunden worden und hat es diesen Winter sogar geschafft, das erste Mal mit stabilen Populationen zu überwintern, und zwar im Stadium des Eis. Diese Eier sind nämlich frosttolerant, das heißt, sie können eben auch mal einfrieren. Und hier in Deutschland zum Beispiel überwintern sie, indem in Schrebergärten in Wassertanks diese Eier überdauern können. Und wir können uns eigentlich darauf gefasst machen, dass diese Art uns in den nächsten Jahren weiter begleiten wird.